Oh, wo ich das Ding da gerade sehe, ne? Das habe ich heute, habe ich mal auf der Landwehrkanal was ausprobiert. Und die Teile werden jetzt sterben, Gott sei Dank. Die Feldrandcontainer werden jetzt nach und nach aus meinem ganzen Spielprinzip entfernt. Weil, ich habe da nochmal, also die Feldrandcontainer wird es nicht mehr geben als Zwischenlager. Jetzt wird der Container oder das Fass, mit dem der Güllezubringer kommt. Von dort aus wird sich der Güllegrubberer jetzt immer direkt die Gülle holen. Diesen Feldrandcontainer machen wir nicht mal als Zwischenlager. Das ging mir so auf den Piss, ey. Der hat nämlich andauernd irgendwelche Probleme gehabt. Dass der Container verschoben war oder. Und das war immer ätzend. Und jetzt haben wir zwei Fahrzeuge, die nebeneinander stehen und dann ist alles gut. Dann machen wir jetzt zukünftig nicht mehr so viel rum. Gott sei Dank, ey. Da bin ich echt froh drum, dass ich das jetzt angehe, das Thema, und das dann dahingehend verbessere sozusagen. Dir sage ich nochmal Bescheid, dass du Bescheid weißt, dass du stehen bleibst. Und mit... Wieso ist denn hier schon wieder Licht aus? Und mit... Achso, die Rundumleuchte war an und Licht habe ich ausgeschaltet. Ah, okay. Und mit Matthias werden wir jetzt Mist fahren. Dann haben wir nämlich zwei unterwegs, die Mist rüberbringt zur Verladestelle. Hier hole ich mir nochmal die Strecke von Igor, ne? Genau, von Bührer. Da ist er. Zack. Das ist der Kurs, genau. Da machen wir jetzt auch beladen am Startpunkt. Und wenn du 100% drin hast, sollst du erst losfahren. Und der Rest ist alles in Ordnung so. Der kann so bleiben. Hürlimann und Steyer hängen. Dann haben sie sich beide getroffen, glaube ich. Dann haben die beiden sich getroffen. Oh, hier das Fahrsilo wird auch immer voller. Cool. Dann kriegen wir hier auch bald wieder ordentlich Silage rein. Dann haben wir nämlich das bald auch keine Probleme mehr mit der Versorgung von Futter für die Kühe. So, ihr habt euch doch... Ah ne, gar nicht wahr, ihr habt euch nicht getroffen. Das ist ja erschreckend, dass ihr euch nicht getroffen habt, aber trotzdem... Ach so, der Steyer sollte aufgetankt werden. Okay. Das ist natürlich eine andere Meldung. Ich dachte, die hängen beide im Verkehr fest. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich ihn jetzt drauf schicke, dass der Drescher noch nicht fertig ist mit seiner Wende. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Alles klar. Da hat sich ein anderer zwischengeschmückt. Da hat sich gerade jemand anderes zwischengeschummelt und deswegen hat Karl gesagt, okay, ich warte, bis der Füllstand erreicht ist. Häckseln im Morgengrau. Naja. Deswegen müssen wir das nochmal kurz wieder selbstständig hier auffüllen oder alleine auffüllen. So ist das halt manchmal. Aber lieber so. Oh lol, echt jetzt? Du hast gewechselt? Ja, alles klar, dann hat er gewechselt. Das ist ja witzig. Zück. Dann sehen wir zu, dass du rüberkommst. Und weg mit dir. Der New Holland ist am Trigger, der Ernie. Der Ernie ist da. Hallo Ernie. So, dann wollen wir das Gefährt hier mal ganz kurz überreinigen. Das sieht ja schon wieder aus wie Sau. Aber es ist halt beim Grubbern so. Dann kriege ich ja einmal kurz einen übergereinigt. Und dann habe ich auch erstmal nichts zu tun für Ernie. Weil irgendwie Anhänger und so, ja, ist ja nicht. Ne? Die meisten kann er ja nicht rannehmen. Außer wir würden... Ich weiß gar nicht, was für ein Krampe oder so würde wahrscheinlich gehen, oder? Oder geht sowas auch nicht? Da bin ich jetzt... Bei New Holland bin ich echt ein bisschen, ja, auf die Nase gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der sich so anstellt. Das Einzige, was wir vielleicht mal machen könnten, ist jetzt einen kompletten Schmetterling zu kaufen und ihn dann wieder losschicken und Gras mähen. Aber ich glaube, so weit ist das Gras auch noch nicht. Der Deutz hängt jetzt auch wieder fest. Natürlich. Natürlich. Ich komme gleich. Kleiner Augenblick. Ich muss hier nochmal ganz kurz hier was reinigen. Ich muss mich kurz um das Fahrzeug kümmern, was gar nicht gebraucht wird gleich. Das hat natürlich jetzt wieder Vorrang. Nicht. So, Deutz.
Alles klar, wieder gegen die Wand gefahren. Gegen das Ende der Map. Hm, komme ich da rum? Komme ich da rum? Ja. Vielleicht kann er ihn gleich rausziehen. Ne, kann er nicht. Das sieht... Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Nämlich nicht. Und jetzt haben wir es aber. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt fahre ich erstmal wieder ein kleines Stück nebenher. Aber auch wirklich nur ein kleines Stück, weil... Der hat ja erst 30% drin und das will ich jetzt nicht alles hier... Das will ich jetzt nicht voll fahren. Das ist ja blödsinnig. Jetzt aber. Fährt er in der Drescher? Ja. Dann können wir uns jetzt wieder um Ernie kümmern. Beziehungsweise um seinen New Holland. Den Grubber würde ich tatsächlich gar nicht mal so weit wegstellen. Weil den brauche ich ja eh gleich wieder. Überlegt nur gerade, was ich jetzt machen kann mit ihm. Da ist das Güllefass. Aber wir können ja wieder Gülle grubbern, ne? Das geht ja wieder. Insofern wir denn einen Zubringer haben. Aber das können wir ja auch regeln. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, können wir ja. Gülle grubbern können wir nicht. Weil ich ja die Textur noch nicht rausgenommen habe. Stimmt. Dann müssen wir warten, bis das Feld 18 abgebaut ist. Und dann können wir auch wieder Gülle grubbern. Vorher geht das leider noch nicht wieder. So, das läuft. Sieht die Kiste nicht langsam voll aus? Doch, ne? Das könnte doch gleich sein, dass die hier mal voll ist. Ja, die Kartoffeln sind voll an der Kartoffelwaschanlage. Das heißt, Jan kann die Kiste... Kann sich die Kiste schnappen und gleich wegfahren. Sehr schön. Zack. Natürlich. Natürlich kann ich mal wieder nichts sehen. Oh, das hat aber diesmal sehr, sehr gut gepasst mit dem Unterfahren. Sehr schön. Und da ist der Anhänger. Da kriegen wir nämlich auch gleich wieder ein bisschen Geld. Das ist auch schön. Ich will mal kurz gucken, wie weit die Silage eigentlich ist. Da können wir auch mal mit Jan kurz ranfahren. Und ey, wir könnten ja zum Silage-Schaufeln auch den hier nehmen, ne? Das dauert dann zwar Ewigkeiten, bis der das aufgeladen hat, aber... machbar wäre es. Ist das schon fertig? Ne, da ist noch die Folie drauf. Die hat noch 95% ist die hier. Und wie sieht es da drüben aus? Ich glaube, Art ähnlich, ne? Beziehungsweise 80 vielleicht. Oh, 70 erst. Okay. 70% erst. Na gut, aber den einen Haufen nehmen wir dann für die Kühe oben, damit die auch wieder Silage haben. Damit wir dann da auch was haben zum... dass wir was zu fressen haben und den anderen Haufen können wir dann wieder verkaufen, damit wir neue Kühe kaufen können. Ne? Wir müssen ja immer schauen, dass das alles in der Waage bleibt. Vor allen Dingen muss ich die echt langsamer wirklich zusehen, dass wir sie gefüttert kriegen. Weil ansonsten gibt es ja immer weniger Milch. Ne? Immer weniger Milch. So. Ah, natürlich haben die gewechselt, oder? Komm, ich werde nochmal gucken, dass ich die letzten 3% reinkriege, bevor ich ihn wegschicke. Aber ich sehe da schon den nächsten wieder kommen und das ist natürlich dann auch ein bisschen doof. So, der Steier. Heiko, steht da? Fährt jetzt auch nochmal in den Wald, oder was? Glaub ja. Ich glaube, der ist in den Wald gefahren. Der wollte sich jetzt hier auch nochmal einen Baum suchen. Ich wollte ja auch nochmal ein Bäumchen suchen, wo er hängen bleiben kann. Wo er sich sagen kann, alles klar, ich mache hier nochmal einen Ausflug. Oh, du brauchst mal Sprit langsam. Ich glaube, ich muss mal zusehen, dass ich irgendwie... Alter, ich hänge schon wieder richtig hier. Ich habe mich richtig festgefahren. Können wir mal rausfahren hier bitte? Einmal kurz alles zerdengelt am Anhänger. So, einmal wieder so rumfahren. Die Deichsel ist im Arsch, definitiv.
Und ich lasse ihn mal hier drauf fahren. Mal gucken, wie er das jetzt hinkriegt. Ob er das schon richtig rankommt oder ob er nochmal wieder eine extra... Er braucht eine extra Einladung. Er braucht eine extra Einladung. Dann fahren wir mal 2 Meter mit ihm. Der braucht Sprit vor allen Dingen, ne? Ach nee, die fahren ja eh an der Tanke unten vorbei. Aber von dem ist das alles gut. Dann ist es ja nicht so schlimm. Also ich fahre mal ein bisschen mit. Bis zur nächsten Wende. Ich habe eh gerade nichts zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Gartencenter, ich kann... Egal, was ich machen wollen würde... Ich kann nichts machen, weil kein Trecker da ist. Ich hab... Ach doch, ich hab Ernie. Ich könnte Ernie... Hm. Ich glaube, das Gartencenter hat noch nicht wieder auf, ne? Da könnten wir gleich mal hinfahren. Aber ich glaube, das macht auch erst um 8 wieder auf. Also quasi erst in der Stunde. Dann ist auch hoffentlich der Nebel weg. Naja, müssen wir mal gucken. Muss mal gucken, wo das endet heute. Zack. Na, komm. Der Steuermulti hing fest. Das war Jan. Jan war, hat sich wahrscheinlich irgendwo im Dorf ist er irgendwo hängen geblieben. Das kann mal passieren, ne? So. Die Hälfte ist schon mal voll. Diese Kante hier könnten wir mal rein, wegkriegen, ne? Aber die wird er sich immer wieder reinfahren. Muss man aufpassen, dass sie nicht zu weit wegfahren. Nicht, dass er gleich die... den Kram sonst wo hinhaut. Interessant wäre es tatsächlich mal zu sagen, wenn ich eh mehr selber neben dem Häcksler herfahre, könnte ich auch einen größeren Anhänger nehmen, ne? Und obwohl die kleinen Anhänger sind eigentlich ganz gut. Die machen sich eigentlich ganz gut. Die machen eigentlich am wenigsten Probleme, muss man ganz ehrlich sagen. Die großen machen immer mehr Probleme. Die bleiben lieber öfter überall irgendwo hängen oder die Traktoren kriegen sie nicht hochgezogen oder. Beziehungsweise die TP-Fahrer kriegen diese größeren Anhänger nicht hochgezogen. Das hat man ja immer mal ganz schnell. So. Na, hier kann ich schon mal ersten einstellen, weil du wirst gleich zum ersten abfahren. Ich hoffe, das kriegen wir noch vor der Ecke hin. Obwohl, hinter der Ecke wäre natürlich besser, ne? Denn könnte der andere... Ja, ne. Davor. Dann kann der nächste nämlich. Hätte der nächste nämlich ist einfacher. Aber egal. So, du fährst jetzt eh zum ersten. Mal beziehungsweise du fährst jetzt erstmal hier sonst irgendwo hin. So, jetzt fährt er zu seinem Ausgewählten. Wo bist du denn eigentlich? Du hast noch echt viel zu tun. Das dauert noch ein bisschen. Lass mal gucken, wie das beim Gartencenter aussieht. Ich will doch mal hingucken. Vielleicht haben die ja schon früher auf. Und wenn die früher aufhaben, dann kann ich da schon mal den Anhänger wieder wegholen und den Anhänger wegholen, beziehungsweise die Saatgutmaschine auffüllen. Vielleicht kann ich dann auch den Dings, obwohl der Händler macht auch erst um 8 auf, ne? Weil wir brauchen ja noch irgendwie ein Fass, mit dem wir den Dünger hin und her fahren können. Von der Düngermaschine, von der Düngerproduktion zur Saatgutproduktion quasi. Ist das denn hier schon wieder Berufsverkehr oder was? Ich glaube auch. Berufsverkehr und ich bin hier mittendrin, ey. Wow. Hallo? Können wir mal ein bisschen schneller fahren? Obwohl, fahrt mal schneller und macht dann mal das Gartencenter auf. Moin. Na guck mal, er fährt gerade Kartoffeln weg. Ich glaube, das Gartencenter ist tatsächlich noch zu, oder? Wenn nicht, dann wäre cool. Ich glaube, das macht erst um 8 auf. Ist die Einfahrt? Da ist die Einfahrt. Ja. Müller. Gartencenter Müller. Von 8 bis 8. Wir haben zwar schon immer 12 Stunden auf, aber trotzdem reicht es mir nicht. Wie weit ist denn die Düngerproduktion? Braucht die da schon wieder irgendwas?
Guten Tag. Nur Scheiße ist noch drin. Also Mist. Und es ist aber auch schon eine Menge Dünger. 26.000. Krass. Gülle ist noch einiges und Mist ist auch noch einiges drin. Das ist schön. So, durchdrehende Reifen. Ich komme. Einmal zurücksetzen. Die ganze Karre. Beziehungsweise einmal ganz vorne. Ah, guck mal, die andere Kurve hat er hingekriegt. Was ist das denn? Wieso bist du denn von da aus? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso ist er jetzt von da aus da reingefahren? Das ist mir ein Rätsel. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Hier ist irgendwie was schief, ne? Weshalb der Häcksler so ein bisschen Theater macht gerade, glaube ich. Was ist der Nachteil, wenn die Felder schlecht gegrubbert sind? Ups. Das ist der Nachteil, wenn die Felder schlecht gegrubbert sind und die Häcksler, die Schneidwerke vom Häcksler zu klein sind. So, zack. Den haben wir wieder draufgesetzt. Jetzt fahre ich noch ein bisschen nebenher. Und dann passt das jetzt hier an der Ecke auch. Dann dürfte es da keine Probleme mehr geben. So, ich drehe mal wieder eine Kampfschleife. Das habe ich auch damals anfangs nicht verstanden, warum man CP so weit hinten draufsetzen muss. Aber das ist halt auch irgendwie so, damit er halt irgendwie ranfahren kann an den Häcksler besser. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und es ist auch unheimlich interessant, dass der immer sich so mega aufbockt vorne, ne? So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.